Ubisoft hat eine, wie ich finde, sehr coole Initiative gestartet. Und zwar möchte Ubisoft in Kooperation mit Ecology Bäume pflanzen. Und die ganze Ghost Recon Breakpoint Community kann dabei mithelfen. Noch bis zum 20. Dezember gibt es in Ghost Recon Breakpoint ein Rätsel oder eine Rätselreihe, in dessen Verlauf man in Breakpoint einen Baum pflanzen kann, der dann auch über das Event hinaus bestehen bleibt. Wenn man den Baum in Ghost Recon Breakpoint gepflanzt hat, bekommt man einen Aufnäher mit einem Baum und den Titel Gärtner. Außerdem bleibt, wie gesagt, dieser gepflanzte Baum auch über das Event hinaus bestehen. Unklar ist aktuell noch, ob dieser Baum überall gepflanzt werden kann und ob in der ganzen Spielwelt alle Bäume der kompletten Community sichtbar sind oder nur der eigene. Darüber, ob der Baum, den man pflanzt, erst mit der Zeit wächst oder einfach aufploppt, habe ich leider auch keine Informationen. Abgesehen von dem Pflanzen des Baums, wodurch 15 Cent an Ecology gespendet werden, kann man auch im Shop für Echtgeld den Snowwood Skiddy kaufen, wodurch dann ganze 5 Euro an Ecology gespendet werden. Der Gesamtbetrag der Spendenaktion wird dann am 20. Dezember nach dem Abschluss der Kampagne bekannt gegeben. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, in Breakpoint wird mir gar nichts angezeigt, wie finde ich denn dieses Rätsel? Dieses Rätsel findest du auf der Website. Auf der Seite, die ich in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt habe, findest du ganz unten das Notizbuch zum Herunterladen und die Rätseltabelle zum Herunterladen. Oder du kannst auch einfach direkt hier auf der Seite in dieser Bildergalerie durch dieses Notizbuch durchblättern. Das hier ist übrigens diese Rätseltabelle. Das ganze Rätsel ist leider nur in Englisch verfügbar. Ist ein bisschen schade, aber hey, ich meine, viele von uns dürften dem Englischen mächtig sein, daher ist das hoffentlich kein so großes Problem. Wenn du beim Bearbeiten des Rätsels mal Tipps brauchst, nicht weiterkommst, findest du ganz unten auf der Seite auch noch Tipps, die du ausklappen kannst. Und ja, ich will aber auch gar nicht zu viel spoilern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rätseln und Bäume pflanzen.